Ja, hallo. Ja, willkommen hier zurück zu Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wie ihr sehen könnt, im letzten Part haben wir noch bei schönem Wetter aufgehört und jetzt ist es leider wieder ein bisschen regnerisch. Aber das macht nichts, denn wir können ja trotzdem noch sehen, wo wir sind, was wir tun. Und haben auch alle Kräfte wieder erlangt. Gerade in dem Moment, wo ich es beim letzten Mal ausgeschaltet habe, die Aufnahme, haben sich die Kräfte wieder gezeigt. Oder waren dann fertig aufgeladen entsprechend. Gut, wir sind weiterhin auf der Suche nach Crocs, beziehungsweise sind jetzt wieder bei den Aufräumarbeiten. Damit wir alles, was noch oder möglichst alles, was noch liegen geblieben ist, noch nachholen. Vor allen Dingen was Crocs anbelangt, weil da haben wir am Anfang doch ein bisschen hinterhergehangen, aber jetzt geht es mittlerweile. So. Genau, denn wie wir schon des Öfteren festgestellt haben, es kann überall noch was versteckt sein. Also von daher bloß nicht aufhören, nach den Crocs zu suchen. So, und es ist halt ein bisschen ungünstig, dass es regnet. Naja, das macht nichts. Dann begeben wir uns halt so auf den Berg. Aber ich habe das Gefühl, da ist auch nichts. Wobei hier könnte man vielleicht noch mal schauen, ob da noch was ist. Sieht aber nicht so aus. Naja. Die Moor-Garnisonsruine. Sind wir hier schon gewesen? Ja, sind wir. Dann schauen wir mal weiter. Beziehungsweise ob hier nicht doch noch irgendwas zu finden ist. Wow. Yay. Oh, du Drecksack hier oben. Du hast ja auch gar nichts zu melden. So. Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken, ey. Esst jetzt. Okay, aber ich sehe, wir sind auf dem Turm zum Beispiel. Okay, hier sind wir schon gewesen. Auf Melka. Aber auf dem Turm zum Beispiel, auf dieser Säule, waren wir noch nicht. Und das sind halt so diese Dinge, die ich halt meine. Und tatsächlich ist da eine Truhe drauf. Können wir das Schwert auch genauso wieder wegnehmen? Gut, jetzt ist es wieder. Jetzt ist es wieder hell geworden oder, naja, was heißt da hell? Es regnet nicht mehr, sagen wir mal so.
Ah, aber hier ist tatsächlich noch ein Lager. Ich überlege es gerade nur, wie wir da jetzt am besten rangehen. Denn wir werden die einfach alle in die Luft sprengen. Ha, 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 ha. Ja, hier sind wir tatsächlich noch nicht gewesen. Na, kommt her. Oh, Holzpfeile, nice. So. Na gut, kriegst du erstmal. Ach, einen auf die Nuss. Sehr schön. Na? Ja, wenn du glaubst, du wärst so cool. So. Und du kriegst mal so Ristes ein hier auf die Birne. Nee, nicht so schnell. So. Na gut. Da hätten wir das auch erledigt. Okay. Und hier kriegen wir noch mal einen Holzpfeil. Sehr schön. Und noch mal eine Bockkeule, wobei da sind unsere Taschen leider voll. Oh Mann. Und noch Holzpfeile. Okay. Ja. Okay. Hier habe ich auch noch was markiert. Naja. Da müssen wir mal gucken. Okay, sind wir richtig? Ja, sind wir. Dann würde ich sagen, wenn hier keine weiteren Crocs sind, dann schauen wir mal auf der anderen Seite nochmal. Und am Ende begeben wir uns vielleicht nochmal zu Maronus, um uns dann wieder weitere Plätze in der Krogtasche zu holen. Okay, da haben wir schon einen Krog geholt.
Okay. Hier haben wir uns noch nicht umgeschaut. Ja klar, dass ihr ja nicht Est sein könnt, hätte man es ja denken können. Moment, das ist ein Krog? Nee, das sind nur Blumen. Ja. Ihr müsst halt immer wieder gucken, welche Gebiete wir noch nicht abgedeckt haben. Deswegen gucke ich immer in die Karte rein. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Weil hier zum Beispiel muss ich dann mal gucken, ob wir hier schon mal was gefunden haben. Aber das scheint noch nicht der Fall zu sein. Aber vielleicht ist hier ja doch noch mal der ein oder andere Krog zu finden. Okay. Ja, das ist ja blöd. So wollten wir ja eigentlich nicht gehen.
Tja. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch, dass wir mal hier nochmal schauen. Also in dieser Richtung. In der Hoffnung, dass da noch was ist. Und dann gucken wir mal. Och Mann. Ist doch einfach wenig, was hier zu finden ist. Ich meine, das ist einfach total mühevoll. Es ist auch jede Ecke. Das einzeln nochmal anzuschauen. Weil ich einfach nicht glaube, dass da jetzt Crocs noch zu finden sind. Aber okay. Ja, nee. Lass mich einfach in Ruhe. Einfach keinen Bock drauf. Ich müsste jetzt noch gucken. Oh, wobei, die bewachen noch hier eine ganz gute Truhe, ne? Ja, gut, den Inhalt nehmen wir uns mit. Aber alles andere könnt ihr bis mal lecken. Ja, worum es mir geht, ist nämlich, dass wir hier. Uns gleich dann nochmal teleportieren können zu Maronus, um da entsprechend noch mal unsere Crocs einlösen zu können. Tja. Ich habe das Gefühl, dann bleibt uns beim nächsten Mal nur noch das hier oben noch mal ein bisschen anzuschauen, dann wären wir mit dem Teil eigentlich auch so weit durch, ne? Aber gut. Jetzt geht's erstmal zum Wald der Crocs. Naja. Man muss halt immer aufpassen. Es kann manchmal passieren, dass eben auch in sehr flachen Gebieten auch Crocs zu finden sind. Da muss man immer so ein bisschen schauen, dass man die dann halt auch erwischt, ne? Naja, das mit Maronus machen wir noch eben und dann ist okay für heute. So, hier bist du auch schon. Jo, wir haben schöne Krogsamen. Was können wir größer machen? Was mit der Waffentasche? Oh, 55. Dann schauen wir mal lieber noch was anderes. Was ist denn mit der Schildtasche? 15 Krogsamen. Ja, okay. Dann machen wir das doch zuerst. Sehr schön. Ja, weil wir brauchen noch ein paar Plätze in der Schildtasche. Sehr schön. Probieren wir nochmal die Schildtasche. Oh, wieder 15 Krogsamen.
Ja, weil wir haben halt Waffen- und Bogentasche letztes Mal so stark vergrößert. Da wird es auch mal Zeit, dass wir neue Schildplätze bekommen. Gut, was ist mit der Bogentasche? 17 Krogsamen. Okay. Probieren wir nochmal die Bogentasche. Oh, 25, okay. Na gut. Aber es lohnt es auf alle Fälle. Und dann machen wir einmal die Waffentasche nochmal. Weil die braucht ja am meisten Crocs. Oh, noch größer kann es deine Bogentasche nicht mehr machen. Bin untröstlich. Okay, cool. Dann haben wir ja die Schildwaffentasche schon mal maximal vergrößert. Weiß nicht. Lass mal lieber die Waffentasche vergrößern. Waffentasche. Gut, 55 Rocksamen ist okay. Haben wir auch reichlich gesammelt. Und wir kriegen einen weiteren Platz. Sehr schön. Werde größer, Waffentasche. Oh, noch größer kann es deine Waffentasche nicht mehr machen. Bin untröstlich. Naja. Gut, dann hätten wir das ja erstmal. Wobei, kann man tatsächlich nur so wenig bei sich tragen? Ich dachte, man könnte die noch größer machen, aber okay, vielleicht täuscht es mich ja auch. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, wir haben an der Stelle definitiv jetzt über 20 Minuten erreicht. Deswegen mache ich erstmal Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ja. Ansonsten sage ich es an der Stelle erstmal, macht's gut, bis zum nächsten Mal.